Hallo, grüß Gott und herzlich willkommen zur Sportarena. Heute werden wir uns ausführlich mit dem Mountainbike befassen. Unsere beiden Gäste, die haben ja gerade eine Bronzemedaille bei der Europameisterschaft in St. Wendel in Deutschland gewonnen. Lisa Rabensteiner, herzlich willkommen, und Max Vieider. Die beiden haben in der Staffel eine Bronzemedaille mit nach Hause gebracht. Es ist schon fast keine Überraschung mehr, Lisa, denn fast jedes Mal, wenn die italienische Staffel mitfährt, kommt sie mit einer Medaille nach Hause. Fast jedes Mal sind mindestens zwei Südtiroler mit dabei. Ah, ich darf nicht sagen, dass es keine Überraschung war. Ich glaube, für uns war es eine große Überraschung. Und das war eine große Ehre, dass wir da getroffen haben bei der Staffel mitfahren. Es ist erst kurzfristig eben entschieden worden, dass ich fahren darf statt der Eva. Und das hat mich voll gefreut, und auch der Max hat gemäß erst den Startplatz erkämpfen und in St. Wendel in Dienstag hat er gemäß der Ausscheidungsrennen gegen die anderen U23 Fahrer fahren. Und ja, du warst ja ziemlich stark, muss man mal dazu sagen. Also, du hast die Staffel ziemlich ausgerissen, also deine Leistung sehr gut. Du hast es auch mit verschiedenen Einzelleistungen heuer ja schon mehrmals bewiesen. Im Weltcup 3 Rennen, 3-mal auf dem Podium, da bei der Europameisterschaft ganz knapp daneben vorbeigeschrammt, aber du bist in bestechender Form. Ja, heuer bis jetzt ist gut gegangen. Ich weiß auch nicht genau den Grund dafür. Ich habe einen guten Winter gehabt, habe mich gut vorbereitet und alleweil läuft es halt. Aber vor dem Staffelrennen war ich schon ziemlich nervös. Ich habe noch nie ein Staffelrennen gemacht. Dann eigentlich gar nicht gewusst, wie das umgehen soll. Aber ich habe gedacht, ich kämpfe auf und ich gebe alles für die Mannschaft, und es ist gut gegangen. Max, bei dir haben wir es gehört. Also, du hast eine Qualifikation erst bestreiten, dann bist du aber nominiert worden. Jetzt bei dir ist ja die Geschichte eigentlich ganz eine besondere Geschichte. Vor 2010, glaube ich, hast du bei der Junioren-Obermeisterschaft eine Medaille gewonnen. Dann hast du eigentlich mit dem aktiven Sport aufgehört. Wie kommt es dazu, dass du jetzt wieder mit dabei bist und ganz vorne wieder? Vor 4 Jahren bin ich eben noch als Junior gefahren und dann habe ich das mit dem Kreuzwehr, das Problem mit dem Kreuzwehr gehabt und habe dann irgendwann einfach nicht mehr gekannt. Ich habe zwar noch ein Jahr weiter probiert zu fahren, aber es ist einfach nicht weggegangen, auch mit viel Physiotherapie und Arzt und allem drin und dran. Und dann habe ich einfach irgendwann einen Schlussstrich ziehen, weil auch im Normalleben habe ich einfach halb im Kreuzwerk gehabt. Und dann habe ich mal eigentlich ein Jahr lang das Radl, kann man sagen, nicht mehr umgerührt. Und dann irgendwann habe ich eben als Radmechaniker, haben viele halt gesagt, jetzt fahr halt mal wieder mit, fahr halt mit, probier's. Und dann bin ich halt wieder wie gefahren und ist eigentlich gut gegangen. Das Kreuz hat auch, muss ich sagen, alles gut gegangen. Und dann habe ich halt gesagt, ja, jetzt schreibe ich mich halt als Amateur mal ein, mal ein paar Rennen mitzufahren. Bis zum Schluss, jetzt Wochenende, fast ein Rennen mitgemacht und gute Positionen, also halt gute Resultate eingefahren. Und dann am Ende der Saison habe ich einfach gesagt, jetzt, ich habe noch ein Jahr U23, dann konnte ich mich eigentlich probieren, nochmal als Profi einzuschreiben. Und wie man es eigentlich sieht, geht es heuer auch ganz gut. Also es hat natürlich für die Medaille gereicht, und da sieht man selbstverständlich wieder stolz. Jetzt am vergangenen Wochenende waren ja die Landesmeisterschaften in Kortsch. Du warst ja eigentlich eingeschrieben, hast dann aber nicht teilgenommen, da du dich ja verletzt hast bei der Europameisterschaft, bist gestürzt und hast dir die Schulter verletzt. In der Zwischenzeit haben wir gehört, geht es ein bisschen besser wieder. Wir hoffen natürlich, dass es aufwärts geht. Aber wie es bei der Landesmeisterschaft ausgegangen ist, das schauen wir uns mal kurz an. Pfingstmontag wurde in Kortsch im Finchgau der Südtirol Cup der Mountainbiker mit dem 4. Saisonrennen fortgesetzt. Diese Etappe zählte gleichzeitig auch als Landesmeisterschaft. Die großen Hauptdarsteller waren der Bozner Matteo Olivotto bei den Männern und die Pusterin Greta Seiwald bei den Damen.
Oli Wotter, der sich vor einer Woche auf der Zentalm in Naturns in der Open-Kategorie zum Uphill-Landesmeister gekürt hatte, fuhr auch auf der technisch anspruchsvollen Strecke in Korcz Tagesbestzeit. Der 21-jährige Bozner, Junior-Italienmeister 2011, feierte einen Start-Zielsieg und verwies seinen Clubkollegen Thomas Forer mit 22 Sekunden Rückstand auf Platz 2. Dritter in der Tageswertung wurde Daniel Kiepacher aus St. Lorenzen. Er kam mit 38 Sekunden Rückstand ins Ziel. Lange Zeit konnte der Neumarkter Beltane Schmidt Oliverto Paroli bieten. Ihn machte allerdings nach 3 Runden ein platter Reifen einen Strich durch die Rechnung. Es war ein ziemlich strenges Rennen. Die Umstiege waren steil und relativ lang. Aber ich habe mich dann in der zweiten Runde wie ein Aussetzen gekannt. Dann habe ich gedacht, wo ist. Bin in die frische Loch rausgefahren und das habe ich dann konstant gehalten eigentlich. Die letzten 2 Runden habe ich versucht, auf sicher die Abfahrt neu zu fahren. Kann Platten zurückkehren und ja, es hat alles geklappt. Bei den Damen hielt die 17-jährige Xierserin Greta Seiwald, die nur 2 Tage zuvor bei der Junioren-Europameisterschaft in Deutschland Rang 18 belegte, sämtliche Rivalinnen auf Distanz. Die Busserin passierte die Ziellinie mit einem Vorsprung vor rund 5 Minuten auf die zweitplatzierte Franziska Tanner aus Neumarkt. Das Podium der Tageswertung wurde durch Denise Meraner von Dynamic Bike Team komplettiert. Nicht ins Ziel kam Renate Delser, die aufgrund eines platten Reifens zur Aufgabe gezwungen wurde. Delser hatte am Tag zuvor in Toano bei Modena die Italienmeisterschaft der Gehörlosen gewonnen und sich für die Europameisterschaft in Österreich qualifiziert. Ich habe mich eigentlich ziemlich müde gefühlt vor dem Start. Ich habe den Samstag Europameisterschaft gemacht, deswegen sind wir erst heute spät zurückgekommen auf Nacht. Nur war das Rennen eigentlich ziemlich ungewiss, dass ich es überhaupt vor oder jetzt. Aber bis zum Schluss habe ich mich recht entschieden zu starten, weil es einfach eine brutal bergige Strecke ist. Ich habe es richtig genossen, da die Runden zu fahren. Apropos eben auch, wenn außer sie holen alles aus den Buben. Und ja, ich bin voll zufrieden mit dem Rennen. Für Diskussionen sorgt in Korcz der Zieleinlauf der 16-jährigen Burschen. Der Bozner Roland Turner passierte zwar vor Jakob Dorigoni die Ziellinie, wurde aber anschließend auf den 2. Platz zurückversetzt, der den Leiferer im Sprint behindert hatte. Die Bilder belegen den Kontakt zwischen den beiden Sportlern. Ob ein unsportliches Verhalten von Turner dabei war, können diese Aufnahmen jedoch nicht klären. Sie haben ihm noch logisch nicht die freie Bahn gelassen, haben wir hin und her gezogen und ist man nach hinten in die Sparkneine gekommen, hat ihm auf Seite ausgewischt, kann passieren. Ist aber allem nur sportlich fair. Und ich denke, eigentlich bin ich der Wahre, denke ich mal. Es ist knapp hergegangen, logisch, aber er wäre mir auch nie mehr auf 4 gekommen, sagen wir so. Dorigoni, der amtierende Cyclocross-Italienmeister, der eigentlich auf der Straße zu Hause ist, sorgt den Korcz mit dem Sieg für eine überraschend starke Leistung. Ja, Lisa Rabensteiner, wir haben gesehen, die neue Landesmeisterin ist eigentlich deine Nachfolgerin. Hast du ein bisschen leid getan, dass du ja nicht mitgetan hast? Du fährst ja für einen Rennstall aus Verona, hättest du ja eigentlich den Titel gar nicht mehr verteidigen können. Ja, genau. In letztes Jahr habe ich noch das Leibele holen gekannt. Heuer war es nicht mehr möglich gewesen. Ich war logisch auch gern bei den Rennen dabei gewesen. Aber wir fahren unter das Jahr viele Rennen, wir haben ein Programm gesetzt und deswegen kann man nicht bei allen Rennen dabei sein. Vielleicht geht es ein anderes Mal wieder raus. Die Strecke in Korcz ist richtig schön und ja, war sicher berg gewesen zu fahren. Ja, dir sind wir dann gespannt, was du machen wirst. Wir wechseln jetzt Sportart und kommen zum Fußball. Da war ja so einiges los am vergangenen Wochenende. Südtirols einziger Profiklub, der hat ja um den Aufstieg in die Serie B gespielt und zwar in Vercelli. Leider ist es nicht gut gegangen. Die Mannschaft wird auch im nächsten Jahr in der ersten Division der Lega Pro. Es gibt ja nur mehr eine Division, dort wird sie spielen. Wir waren aber in Vercelli mit dabei. Das Wunder von Vercelli blieb aus. Der Traum des FC Südtirol in die Serie B aufzusteigen ist ausgeträumt. Nach der 0:1 Heimniederlage im Playoff-Endspiel gegen den Traditionsverein aus dem Piemont warfen die Weiß-Roten im Rückspiel alles in die Waagschale, aber es reichte leider nicht. Und dies, obwohl es zu Beginn nach Wunsch lief. Der FC Südtirol begann gleich sehr offensiv. Schon in der 16. Spielminute ließ Simone Corazza die 4000 Zuschauer im Piola-Stadion verstummen. Der FCS-Doktorjäger drückte einen maßgenauen Pedazzoli-Freistoß zum 1:0 über die Linie. Für den wieselflinken Angreifer war es bereits der 12. Saisontreffer. Damit war er in der heutigen Meisterschaft der erfolgreichste Torschütze der Weiß-Roten.
Und auch die knapp 100 mitgereisten Südtiroler Fans freuten sich mächtig. Provercelli schien vom Gegentreffer sichtlich angeschlagen. Der FC Südtirol drückte hingegen weiter. Nach einem abgeblockten Schuss von Menessa versuchte es der Rittner Hannes Wink von der Strafraumgrenze. Sein Schuss schrammte jedoch knapp am Tor vorbei. Südtirol war bis zur Pause die eindeutig bessere Mannschaft. In der zweiten Halbzeit übernahm dann jedoch Provercelli das Kommando. Nur 4 Minuten nach Wiederbeginn kam für den SCS die kalte Dusche. In einem Getümmel im 5-Meter-Raum der Gäste behielt Gianni Fabiano den Durchblick und traf per Hackentrick zum 1:1. Martin grätschte nicht in die Flanke Marconis. Hannes Kiem, Daniele Cappelletti und Giuseppe Greco bedrängten sich gegenseitig. Fabiano war zur Stelle und netzte zum 1:1 ein. Doch damit nicht genug, denn unmittelbar danach kratzte Torhüter Davide Faggin einen Kopfball von Ettore Marchi von der Linie. Der FC Südtirol geriet nun unter Dauerbeschuss. Erst langsam konnte sich die Elf von Trainer Rastelli aus der Umklammerung befreien. In der 64. Minute scheiterte Alessandro Bassoli nach einem Eckball an Torhüter Russo, der den Ball mit einer Glanzparade abwehrte. Ausgerechnet in jenem Moment, als die FCS-Spieler allmählich die Oberhand gewannen, mussten sie den nächsten Rückschlag hinnehmen. Branka ließ sich im Strafraum fallen und wurde mit der zweiten gelben Karte vom Platz geschickt. Eine umstrittene Szene, die für viel Diskussion sorgte. Wir haben ein starkes Match gespielt, konnten es aber leider nicht gewinnen. Es war nicht unsere Schuld, denn leider haben mehrere Fehler alle in eine Richtung diese Begegnung verfälscht. Echt schade, weder wir noch Provercelli haben uns einen solchen Schiedsrichter verdient. Danach bemühte sich der FC Südtirol zwar, schaffte es aber nicht mehr, den Gegner unter Druck zu setzen. Nennenswerte Torschancen blieben aus und Provercelli brachte das 1:1 über die Zeit. Für den FCS blieb der herbeigesehnte Aufstieg in die Serie B aus und nach dem Spiel war die Enttäuschung natürlich riesengroß. Es ist schwer zu akzeptieren, die Niederlage heute, weil ich glaube, wir sind heute auch überlegen gewesen. Und nichts. Sie haben wieder mal so eine Chance Tor gemacht und nichts. In der ersten Halbzeit haben wir so gespielt, wie wir es uns vorgestellt haben. Haben noch ein Tor geschossen, haben zwei, drei gute Chancen gehabt. Und ja, schade. Riesenenttäuschung. Viel mehr kann ich nicht dazu sagen. Ich glaube, wir haben alles gegeben. Spiel. Schwierig zu kommentieren. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, glaube ich, wir waren nichts schwächer wie sie. Kapitän Hannes Kiem und Hannes Wink waren heuer die beiden einzigen Südtiroler in der Mannschaft des FCS. Der 29-jährige Kastelbeller startete wieder einmal als Reservespieler, eroberte sich dann aber mit Glanzleistungen seinen Stammplatz. Insgesamt bestritt der beinharte Verteidiger 28 der 35 Meisterschaftsspiele und erzielte auch einen Treffer gegen Pavia. Der Rittner-Mittelfeldspieler kämpfte hingegen in der Hinrunde mit Verletzungen, spielte dann aber eine bärenstarke Rückrunde. 23 Mal stand er im Aufgebot der Weiß-Roten, alle 90 Minuten durchgespielt, hatte er aber nur 3 Mal. Auch Provercelli hatte einen Südtiroler in der Stammformation, den Bozner Manuel Scavone. Der 27-Jährige trug entscheidend zum Aufstieg der Piemontesen in die Serie B bei. Es war bereits der dritte Aufstieg in seiner Karriere. Ich habe gesagt, dass ich dem FC Südtirol viel danken muss, weil ich eben die Arbeit machen kann, eben, weil ich beim FC Südtirol aufgewachsen bin und sie eben mir die Möglichkeit gehabt haben, die Arbeit zu machen. Deswegen werde ich immer nicht allem dankbar sein, aber ich spiele jetzt bei einem anderen Verein, muss eben die Interesse für einen anderen Verein schauen. Und wenn man spielt, gibt man es hundertprozentiger und versucht man nicht lange gegen eine andere Mannschaft zu schauen. Der FCS kann sich mit der Tatsache trösten, in dieser Saison das beste Ergebnis eines Südtiroler Clubs im Profifußball eingefahren zu haben. Ja, es war eine Rekordsaison in jeglicher Hinsicht. Wir waren noch nie an dritter Stelle in der ersten Division, wir waren noch nie im Playoff-Finale, wir hatten den besten Sturm der Liga. Also wir haben eine Reihe von FCS-Rekorden gebrochen. Deswegen kann man aus dieser Saison natürlich sehr viel Positives abgewinnen. Und ich denke, wenn man die Entwicklung der letzten Jahre des Vereins anschaut, dann hat man gesehen, dass es stetig nach oben geht. Der FC Südtirol wird es also im nächsten Jahr wieder versuchen.
Wir kommen jetzt zur Leichtathletik. Eines der wichtigsten Meetings für die U18 hat in Brixen stattgefunden. Es ist eines der wichtigsten Meetings, die überhaupt in Mitteleuropa ausgetragen werden, und zwar das Brixia Meeting. Viele Südtiroler Athleten waren mit dabei und die haben eigentlich recht gute Ergebnisse gebracht. Das Brixia-Meeting hat wieder einmal gezeigt, die wichtigste mitteleuropäische Mannschaftsveranstaltung für U18-Athletinnen und Athleten zu sein. Es war ein denkwürdiges Meeting, das bei Temperaturen um die 35 Grad 7 Stunden lang hochklassige Leistungen geboten hat. Und auch eine Südtirolerin sorgte für Schlagzeilen. Julia Victoria Cagliari bleibt die Sprintkönigin von Brixen. Die 17-jährige Simeich wiederholte über 100 Meter ihren Vorjahressieg. Sie setzte sich mit einem unglaublichen Finale in 12,0 Sekunden durch und blieb nur 300stel über ihrem Landesrekord. Die zweitplatzierte Katrin Wallmann aus Baden-Württemberg lag zeitgleich nur um Haaresbreite zurück. Das Brixia-Meeting ist eben die Vorbereitung für die Italienmeisterschaft. Ich versuche jetzt noch weiter zu arbeiten und dann, um in Rieti dann richtig voll zu starten. Ich erwarte mir bald einmal die 12 zu knacken, sagen wir so. Und ich hoffe, hell schaffe ich auch noch höher. Der Sieg der U18-WM-Teilnehmerin sollte zwar der einzige Podestplatz für die Südtiroler Auswahl bleiben, die aber in gleich 15 verschiedenen Bewerben einen Top-10-Platz erreichte. Der Kalter Andreas Galler verpasste im Hochsprung als Vierter mit der neuen persönlichen Bestmarke von 1,95 Meter ganz knapp das Podium. Hier gewann Stefano Sottile aus dem Piemont mit beachtlichen 2,07 Metern. Der Bozner Marco Spagnoli belegte hingegen über 1500 Meter in 4 Minuten, 2 Sekunden und 16 Hundertstel den fünften Rang. Spagnoli wäre gerne unter 4 Minuten gelaufen, der Wettkampf fand aber um 15 Uhr bei fast 37 Grad statt und mehr war wohl nicht mehr möglich. Er hofft sich jetzt aber einen Podestplatz nächste Woche bei der Italienmeisterschaft in Rieti. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Grad waren, aber es war echt brutal. Davor beim Start sind wir alle da im Schatten gestanden. Wir haben gute Gefühle gehabt, muss ja wieder noch auf die letzten 100 Meter arbeiten, aber hinsichtlich da. Italienmeisterschaft in so Wochen bin ich sehr zufrieden. Ich bin allem froh, in der Auswahl zu sein. Heute haben wir sogar neue Leibelänge gekriegt, nachdem wir jahrelang protestiert haben. Aber es ist allem ganz schön, weil wir kennen uns ja alle, sehen uns allem. Da in Südtirol gibt es meiner Meinung nach gar keine Konkurrenz unter den Vereinen. Wir sind alle eine Mannschaft. Und das ist allem ganz schön, wenn man sich so treffen kann untereinander. Fünfter wurde auch der Pusterer Thomas Schifferecker, der im Weitsprung seine Bestmarke um einen halben Meter auf 6,19 Metern schraubte. Auch die weiteren Sprünge von 6,82 Meter, 6,79 Meter, 6,69 Meter und 6,58 Meter lagen über seinem bisherigen Rekord. Sechste wurde hingegen Stefanie Gruber aus Lana im Kugelstoßer mit 13,19 Metern. Diesen Bewerb gewann die deutsche Alina Kenzel mit der Weltklasseleistung von 17,63 Metern. Damit warf sie 3 Meter weiter als die zweitplatzierte Marta Baruffini aus Parma. Ebenfalls auf Rang 6 kam der Brixner Jim Fonseca. Obwohl er derzeit weniger trainiert, da er sich auf die Schule konzentrieren muss, schafft er im Zehnkampf 5.515 Punkte. Auch das ist neuer persönlicher Rekord. Die weiteren Top-10-Ergebnisse schafften Silvia Demetz vom SV Lana im Siebenkampf mit 3.922 Punkten. Die 4x100 Meter Damenstaffel des Läuferclub Bozer mit Schlussläuferin Julia Cagliari in einer Zeit von 48,93 Sekunden. Der Bozner Raffaele Fusaro über 400 Meter in 51,08 Sekunden. Und der Lanaer Markus Buff über 110 Meter Hürden in 14,90 Sekunden, die allesamt Siebte wurden.
Achte Plätze gab es für die Sterzingerin Verena Stefani über 1500 Meter in 5 Minuten 1 Sekunde und 69 Hundertstel. Für die Bozlerin Alessandra Realdon über 100 Meter Hürden in 14,87 Sekunden. Für Franziska Kofler vom SV Lana im Hochsprung mit 1,67 Meter. Und für den Saarner Ulrich Spies vom Südtiroler Laufverein über 800 Meter in 1 Minute 59,99 Sekunden. Die Trainer haben sehr gut gearbeitet. Ohne die Tätigkeit von den Trainern gibt es keine Leichtathletik. Es wird sehr viel auch in die Trainer investiert, viele Seminare, und die Trainer arbeiten zu Hause sehr, sehr gut. Und man sieht, dass die Athleten, wir haben richtige starke Athleten, und in Italien glaube ich, dass unsere Athleten gehören zu den Top-Athleten. Ja. In der Mannschaftswertung setzte sich Baden-Württemberg klar durch. Die Deutschen holten sich insgesamt 15 Tagessiege und dominierten die 32. Auflage des Meetings. Aufs Podium stiegen auch Bayern und das Veneto. Südtirol belegte unter 21 Auswahlen den guten 11. Schlussrang. Noch einen Beitrag haben wir noch, und zwar geht es da um den Bozner Schwimmclub Bolzano Nuoto. Der hat ja das 80-jährige Bestehen gefeiert. Einige sehr bekannte Athletinnen sind ja mit dabei, zum Beispiel eine Tanja Cagnotto, eine Lisa Fissneider oder eine Laura Letrar. Und wir haben natürlich mit den Bozern mitgefeiert. Der Bozner Wassersportverein Bolzano Nuoto feiert heuer sein 80-jähriges Jubiläum. Anlässlich einer Pressekonferenz im Bozner Rathaus ließ man kürzlich die vergangenen 8 Jahrzehnte Revue passieren und warf mit den Stars von gestern und heute gleichzeitig einen Blick in die Zukunft. Bolzano Nuoto 1934. Wir sind damals in Österreich in der Nähe von Innsbruck gewesen mit meinem Vater. Die Familie hat dort im Schwimmbad Solbad Hall die Springer gegründet, und 1953 sind wir wieder zurück nach Bozen, und seitdem bin ich mit meinem Vater im Schwimmclub Bozen tätig gewesen. Was ich sehr schätze vom Schwimmclub Bozen, dass da kein Unterschied gemacht wurde zwischen italienischen und deutschen Teilnehmern und Schwimmer und Sportler. Und wir hatten damals die Springermannschaft gegründet. Wir waren mehr als die Hälfte der italienischen Nationalmannschaft im Wasserspringen, waren von Bozen, Südtirol, und verschiedene Namen, Hochkofler, Klammsteiner, Kasteiner. Und ich kann mich noch erinnern, eben im Zug sind wir von einem Wettkampf zurückgekommen, und mein Vater hat die italienische Nationalmannschaft vorgestellt mit so vielen Südtiroler Namen. Klaus Di Biase ist eine Sportlegende. Er ist der erfolgreichste Südtiroler Olympionike aller Zeiten und holte bei 4 Olympischen Spielen von 1964 bis 1976 3-mal Gold vom Turm und 2-mal Silber vom 3-Meter-Brett. Er und Giorgio Cagnotto, der 1963 von Turin nach Bozen zog, gewannen insgesamt sogar 9 Olympiamedaillen. Seitdem sind fast 40 Jahre vergangen, doch jetzt träumt man beim renommierten Wassersportverein bereits von den nächsten olympischen Medaillen. In Rio 2016, so Clubpräsident Adelio Michielli, könnten 5 Athleten der Bolzano Nuoto an den Start gehen. Sicher mit dabei ist Tanja Cagnotto, die Tochter des heutigen Cheftrainers der Azzurri, Giorgio Cagnotto, und schon jetzt die erfolgreichste Wasserspringerin Europas aller Zeiten. In London 2012 wurde sie Vierte, verpasste ganz knapp eine Medaille. Es hat lange gedauert, diese Enttäuschung zu verdauen. Nach London hat sie alles ein bisschen lockerer genommen, weniger trainiert. Trotzdem reichte es noch zu sehr guten Leistungen. Das darf ich mir nicht zu viel verlassen, weil ich glaube, die 2 Jahre sind noch gut gegangen, weil ich einfach so viel trainiert habe davor, dass es irgendwie von allein gegangen ist. Aber ich glaube, ab nächstes Jahr muss ich wieder ein bisschen, sagen wir, reinhauen, weil sonst glaube ich, geht das nicht mehr so gut. Heuer ist die Europameisterschaft im August in Berlin ihr Saisonhöhepunkt. Dann will sie sich auf die Olympischen Sommerspiele in Rio 2016 vorbereiten. Diese sollen der Schlusspunkt ihrer Karriere werden. Jetzt denke ich an Rio nicht gleich auf eine Medaille, sondern einfach als meine 5. Olympiade. Ich habe viele andere Ergebnisse gehabt, und
ich will nicht nach Rio kommen, wie ich nach London gekommen bin, wo ich unbedingt eine Medaille gewählt habe. Ich meine, das sind halt die Olympiaden so, es passiert einfach und wegen einem Hundertstel eben verschwitzt die Medaille, dass man. Es passiert halt. Mit Tania Cagnotto könnten in 2 Jahren auch Michael Verzotto und die Wahlbootserin Francesca Dallapé, Synchronpartnerin von Tania, nach Brasilien fahren. In Rio sollen aber nicht nur die Wasserspringer, sondern auch die Schwimmer der Bolzano Nuoto im Rampenlicht stehen. Wie die 19-jährige Lisa Fissneider, sie hat jüngst mit 2 Italien-Rekorden bei der Europameisterschaft in Herning aufhorchen lassen. Die Kalterin zählt zu den großen Hoffnungsträgerinnen für 2016. Das ist mein großes Ziel. Ich arbeite auf dem hin. Logisch 2 Jahre, aber das ist, also die 2 Jahre können so schnell umgehen. Und deswegen bin ich auch beim Arbeiten und versuche mir eben auf das hinzuarbeiten. Heuer will sich Fissneider besonders bei der Europameisterschaft in Berlin in Szene setzen. Im Winter hatte sie großes Pech, konnte sich nicht optimal vorbereiten. Zuerst eine Nasennebenhöhlenentzündung, dann das Pfeiffersche Drüsenfieber warfen sie zurück. Jetzt geht es wieder aufwärts. Fissneider trainiert seit einem Jahr in Verona. Ihr ersten großen Erfolge feierte sie aber mit der Bolzano Nuoto. Mit der Bolzano haben eigentlich so meine richtigen Erfolge angefangen. Logisch davor war ich bei SC Meran und habe mich sicherlich im stilistischen Bereich super gelernt und bin auch wegen dem total stolz. Bei Bolzano Nuoto hat es nachher eben mit dem Training selber ist noch besser gegangen. Die Gruppe ist einfach eine große, starke Gruppe, die mich total motiviert hat und mit der ich nachher eben auch zu den Erfolgen noch gekommen bin. In Verona trainiert seit heuer auch Laura Letrari. Die 25-jährige Brixnerin zog auf eigene Kosten zu Verbandstrainer damals Gerd Janfi und sie hatte lange Zeit Probleme mit der Umstellung. Neuen Trainer, neues Schwimmbad, neue Schwimmkollegen. Der Freund ist jetzt seit 2 Jahren, deswegen halt geht gut zumindest, aber der Rest, ja, es ist hart. Es ist hart, weil es total was anderes ist, von 0 auf 1000 eindeutig. Der Trainer ist ganz was anderes. Der Bodze, also der Dario, ist viel persönlich und sehr ein direktes Verhältnis und mit dem Trainer ist sehr hart. Also er ist sehr hart und präzise und das ist nicht leicht, nicht leicht. Auch Letraris großes Ziel heuer ist die Langbahn-Europameisterschaft im August in Berlin. Sie möchte sich an diesem Wochenende beim Sette Colle Meeting in Rom für die Freistilstaffel der Azzurre qualifizieren. Letrari möchte dann noch im Dezember die WM in Doha und im Jänner die Europameisterschaft in Israel bestreiten. An Rio 2016 denkt sie noch nicht, trotzdem würde es sie reizen, mit ihrer Schwester Arianna dort an den Start zu gehen. War schon schön, gell? War ihr Traum ist sicher. Jetzt logisch müssen wir schauen, was ist für ein Delfin und es ist, die Konkurrenz ist hoch in Italien, aber jetzt schauen wir. War super. Bolzano Nuoto hat aber nicht nur starke Athleten, auch organisatorisch hat sich der Bolzner Club mit dem Springer-Meeting einen internationalen Namen gemacht. Heuer findet übrigens das Meeting, das zum FINA Grand Prix zählt, vom 1. bis 3. August statt. Ja, wir kommen wieder zu unseren beiden Gästen, Lisa Rabensteiner und Max Viereider. Also die Saison ist ja sehr gut bis jetzt gelaufen. Eine Medaille hast du bereits, im Weltcup 3 Podestplätze. Wie geht es jetzt weiter? In den nächsten 2 Wochen werde ich bei den Internationalen Italien am Start sein. Und danach ist sicherlich noch ein Höhepunkt die Italienmeisterschaft am 20. Juli. Und danach muss ich erst schauen, vielleicht kann ich bei den Weltcups in Kanada und Amerika dabei sein. Und in August wird dann noch der letzte Weltcup in Frankreich sein, dann bin ich sicher am Start. Und eben wenn ich alle 3 Weltcups fahren kann, dann versuche ich immer in der Weltcup-Gesamtwertung halbwegs mit vorne dabei zu sein. Wir drücken euch natürlich die Daumen, hoffen, dass ihr noch viele Erfolge habt, sind stolz, dass ihr diese Medaillen mit nach Hause gebracht habt. Also Mountainbike ist ja ein bisschen eine Medaillenbank auch für den Südtiroler Sport. Und wir bedanken uns natürlich auch fürs Zusehen und wünschen noch einen schönen Abend.